Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute spielen wir das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel findet am 28.04. statt. Das ist ein Samstag. Ja, und Frankfurt will hier alles daran geben, möglicherweise Punkte mitzunehmen, denn die haben hier diese Europa League mindestens noch vor den Augen. Das wäre auf jeden Fall eine Riesenüberraschung, wenn die das schaffen würden. Hier gewinnen, dann wären sie einen Schritt weiter. Vielleicht auch noch Champions League, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber mal schauen, jetzt kommen sie sogar zum ersten Mal. Das ist eine richtig gute Und Riesenchance. da führen sie fast mit 1 zu 0. Da haben wir noch. Waren wir noch im Tiefschlaf gerade? Die Bayern gefühlt auch. Haller ist da völlig frei und schießt ihn dann doch noch am Tor vorbei. Glück für die Bayern in dem Moment. Die muss man ja auch Und sagen, was für welches? ja, nach dieser Niederlage gegen Real Madrid sind sie vorm Ausscheiden da im Halbfinale in der Champions League. Mal schauen, was die darauf jetzt antworten auf. Ah, wirklich verdient war es für Real nicht. Es war eher die Dummheit der Bayern gefühlt, würde ich sagen. Real halt unfassbar effektiv gewesen, ne? Zwei Genau. Chancen, zwei Tore. Klar, der große Fehler von Rafinha da in dem Spiel, das darf dir halt gegen Madrid nicht passieren. Aber Bayern heute auch mit vielen Wechseln. Ich glaube, Lukas heißt da, Mai wieder in der Innenverteidigung, Rafinha auch, Sandro Wagner wieder vorne, Robben fehlt ja, Boateng fällt die ganze Saison aus, ist sogar die WM vielleicht fraglich. Das ist schon hart jetzt für die Bayern auch. Genau, muss man ja auch noch dazu sagen. Nicht nur dieses 1 zu 2 gegen Real Madrid, das kannst du vielleicht noch aufholen. Aber diese zwei Verletzten, das war dann wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer zu verkraften. Aber wir schauen jetzt erstmal hier auf den ersten Angriff der Bayern. Das ist Martinez. Sehr, sehr offensiv für ihn da. Aber der Pass ist dann eher nicht so gut. Eintracht Frankfurt. Natürlich in der absoluten Bestbesetzung. Was ist. Die Spieler im Moment hergeben. Das ist wieder gut gespielt. Das ist Fabian. Fabian! Ulreich! Und da Und Costa! nochmal Ulreich. Aber Frankfurt hier auf jeden Fall mit dem besseren Beginn hier. Starke Anfangsphase der Frankfurter. Die Bayern finden noch überhaupt nicht ins Spiel. Ja. Und so drückt Frankfurt jetzt weiter. Aber Martin ist da. Der Sucht Stindl da. raus. Schlechter Pass, aber auf Franck Gregory. Und da haben wir Mai. Mai. Gutes Stellungsspiel von dem jungen Münchner. Also das wäre ja ein Ding, wenn der Heynckes den jetzt in die Startelf zaubert gegen Real Madrid. Das wäre so ein Heinkes-Ding. Jetzt gucken wir erstmal auf Sandro Wagner. Es ist wieder nicht gut gespielt. Die Bayern noch nicht richtig drin im Spiel. Das ist Müller Müller. und Radetzky. Und die Frankfurter mit der Konterchance. Ja, der andere, der wahrscheinlich spielen wird, ist dann Niklas Süle, der heute auch spielt. Hummels nur geschont, das ist Ja. auch die bessere Aktion, wie ich finde. Aber wir haben jetzt kein gutes Spiel mehr gerade. Auch Robert Lewandowski heute noch auf der Bank. Für mich persönlich ein schwaches Spiel in Madrid, habe ich Ja, fast gesagt, gegen gegen Madrid, Madrid genau. gemacht. Ist jetzt auch das erste Mal so ein bisschen in den Medien, so ein bisschen in die Kritik geraten, Ja. dass er in so großen Spielen in letzter Zeit halt einfach nicht mehr abliefert. Guten Ronaldo gestern, wo wir das zum heutigen Tag aufnehmen, auch sehr, sehr schlecht gespielt, muss man sagen, also relativ tot gewesen. Ja, und wir können hier über die Champions League reden, weil in diesem Bundesligaspiel so rein gar nichts mehr passiert. Also Frankfurt hat die ersten 10, 15 Minuten ganz gut begonnen. Von Bayern sehen wir hier noch gar keine Offensivaktionen. Anscheinend nimmt man das hier ganz nicht ganz so ernst. Aber jetzt sehen wir Ribéry. Der hat gegen. Und dann Und ist es die Müller! Riesenchance. Da dachte ich, das klären die Frankfurter ganz locker. Und der Müller, der kann es nicht fassen. Aber es war abseits. Steht aber auch im Gut. Abseits, ja. Das habe ich mir dann auch gedacht. Aber Gut von trotzdem war das Frankfurt. grauenvoll abgeschlossen. Ja. Da hat er wirklich Glück, dass er da dann noch im Abseits stand. Sonst wäre es echt bitter gewesen. Thomas Müller. Ja, auch eine. Oder mehrere Riesenchancen gegen Real Madrid hat er versemmelt. Ich kann mich da erinnern, wo er da frei vorm Tor, glaube ich, mit Lewandowski sich sozusagen umgegrätscht hat. Ja. Während die Frankfurter kommen mit
Ante Rebic direkt in die Füße von Rudi, Großartig, das ist Sebastian grauenvoll. Rudi. Und Und der das ist Beste Ribery. gegen Real Madrid, Ribery. Und dann ist der Konter wieder passé. Wie du schon sagst, Ribery gegen Madrid ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Wurde letztendlich für seine ganzen Aktionen nicht belohnt. Das ist immer so eine Sache bei Ribery. Der kann an sich echt gut Fußball spielen, wenn er doch sich einfach mal ein bisschen mehr im Griff hätte in den meisten Situationen. Ich meine, gegen Madrid ging es jetzt, glaube ich. Ja. Aber Ja, die Bayern fand ich, haben zu viel gemeckert da. Also das habe ich auch von vielen Bayern-Fans gehört, die sich lieber gewünscht hätten, dass sie sich aufs Spiel konzentrieren, anstatt immer zum Schiri zu rennen. Aber sie haben hier noch die das Chance stimmt. im Rückspiel. Aber das ist jetzt mal wieder eine ganz andere Sache, denn jetzt kommt Ribéry zum ersten Mal. Das wird wahrscheinlich die letzte Chance in der ersten Halbzeit gewesen sein. Und das ist Aber wir haben wirklich. hier ein eigentlich absolut grauenvolles Ja. Fußballspiel. Also Und diese beiden Mannschaften sind unter den Top 7. Bayern natürlich Meister und Frankfurt hier die klar bessere Mannschaft. Und die spielen wirklich auch keinen guten Fußball. Also Bayern für mich wahrscheinlich die schlechteste Saisonleistung bis jetzt. ich glaube, denen wird das fast relativ Ja. egal sein, würde ich mal behaupten. Also so ist es jetzt nämlich auch. Jupp Heynckes nimmt jetzt Rames raus und bringt den, ja, 19-Jährigen aus dem Kosovo, Shabani, auch nochmal ein komplett unbekannter Spieler, den wirft er jetzt hier einfach auch nochmal rein. Wahrscheinlich Also auch sein Debüt in der Bundesliga, zumindest einer der Jugendspieler. Es ist ja so ein bisschen das von Jupp Heynckes in seinen letzten Spielen für die Bayern. Und da ist er schon zum ersten Mal, Chabani. Aber stark von Rudi. Der macht eigentlich ein relativ ja. gutes Spiel, sehr konstanter. Chabani, stark. Ribery, Wagner, Ribery, kommt er da noch dran? Radetzky macht das sehr gut. Das sieht aber auch nicht gut aus, was die Frankfurter da verteidigen. Also, der hätte schon längst verteidigt werden können. Aber im Endeffekt ist dann Radetzky unten. Das ist Danny da Costa im Zusammenspiel mit Haller und Mai. Auch den kann man loben für sein zweites Positiver Auftritt auf Bundesligaspiel. jeden Ja. Fall. Zum ersten Mal hier in München. Ui, Oh, Rafinha! Und Rafinha. das ist rot! Also, das sehe ich Mein erster genauso. Eindruck sagt mir rot. Also. Da springt er völlig überflüssig rein und er kriegt Und die rot. gibt's Ja, auch. völlig richtig. Der Schiri hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen, aber das ist komplett richtig. Haller müssen wir noch mal gucken, ob der weiterspielen kann. Aber da verliert er erst den Ball und dann springt er. Also Also der ist ja völlig irre. Also, das mein Gott, hat Temperament der mal, der hat Madrid wohl noch nicht richtig verkraftet. Also. anscheinend nicht. Und das ist dann auch komisch, dass er den Rafinha da heute spielen lässt. Bei dem weiß man, dass der wirklich manchmal das Temperament ist manchmal ein bisschen, vor allem in seiner Schalker Zeit, mit ihm abgegangen. Und jetzt sehen wir es wieder. Völlig dämliche Grätsche. Und jetzt wird es noch schwerer für die Bayern, hier überhaupt Ja, ein Spiel aufzubauen. ich denke, vielleicht hatte Heynckes die Idee, jetzt hast du gegen Madrid Mist gebaut, hol dir heute wieder Selbstvertrauen. Aber das ist jetzt mal mächtig in die Hose gegangen. Alaba muss man gucken, ob der im Rückspiel dabei sein kann. Das ist Haller, der kriegt den Ball noch. Die Flanke ist eher mäßig. Frankfurt muss jetzt eigentlich noch offensiver werden. Wenn die hier eine Chance haben, dann zu diesem Zeitpunkt in München zu gewinnen. Die Bayern, das ist aber auch wirklich kaum Zug dahinter. Also die versuchen es gar nicht so richtig nach vorne zu spielen. Es ist alles eher so komplett träge, wieder der komplett schlechte Pass hier auf Ribéry, der dem Ball auch null entgegengeht. Frankfurt da vorne auch offensiv zu ungefährlich. Da sind Lücken da, aber sie nutzen sie einfach nicht. Da Costa für mich noch der beste Mann. Jetzt der wunderbare Pass. Das ist Ante Rebic. Der lässt sich viel Zeit. Und Ulreich kommt raus. Ist er da, glaube ich, ein bisschen zu weit vom Fuß weggesprungen, während Mai jetzt wieder den nächsten Fehlpass hier spielt. Also, eieiei, die Und das ist Bayern der schöne jetzt. Pass. Das ist Schirmsee, Chandler. Chandler. Und wieder Ulreich. Und Ulreich hält jetzt wirklich, wie du sagst, die Bayern hier im Spiel. Da ist keine Gegenwehr mehr. Frankfurt kommt jetzt so langsam zu richtig guten Torchancen. Eine müssen sie nutzen, dann führen sie hier und gewinnen vielleicht in München. Bei den Bayern gibt es den Wechsel. Juan Bernat kommt für
Franck Ribéry und Robert Lewandowski kriegt jetzt die letzten 20 Minuten hier auch nochmal für Sandro Wagner. Ja, die Frankfurter wechseln dreimal, alle drei Offensivkräfte. Da wird jetzt natürlich versucht, hier direkt die Druckphase zu erhöhen. Die Ecke ist erstmal nicht gut. Gut geklärt von Mai, der da stark dazwischen geht, aber Frankfurt im zweiten Anlauf. Ja, Bayern kriegt es nicht richtig geklärt. Und jetzt ist es Mai. Der Oh, läuft der erstmal traut mit dem sich was. Ball. Macht er richtig stark. Und bleibt jetzt auch direkt vorne. Das ist Mai. Klasse Pass mit Lewandowski. Der wartet ein bisschen. Gacinovic verliert da Und den da Ball. ist Das ist Mai. Mai. Da ist Mai. Mai. Da ist Mai Die. ins Rösting. Das gibt's ja nicht. Das wäre das Ding des Jahres gewesen. Also. Dieser Sturmlauf. Das erinnert irgendwie, wenn man bei Bayern bleiben will, an einen Lucio. Also der rennt da Ja, wirklich richtig. komplett nach vorne. Und das in seinem zweiten Bundesligaspiel. Kriegt dann über Umwege den Ball und schiebt den wirklich knapp. Nicht ins Tor, nämlich nur an den Pfosten. Beste Chance der Bayern mit Abstand. Und das von diesem jungen Mann. Jetzt Frankfurt. So, das erste wirklich gewesen. Haller. Wieder die Flanke, aber das ist kein gutes Mittel. Lewandowski stark gemacht. Martinez. Martinez, sehr offensiv. Oh Gottes Willen, was ein grauenvoller Pass. Eine ganz. Martinez. Jovic. Das ist wieder Haller. Ah, das ist zu offensichtlich, was Marco Fabian da macht. Foult dann sogar noch Schabani. Lewandowski. Rudi raus auf Bernat. Schnell wieder zurück auf Sebastian Rudi. Müller, Martinez. Bayern hält den Ball. Kimmich. Martinez. Das wieder ist Schabani. Macht er das? Korrigiert es kläglich. Wir sehen jetzt keine Offensivbemühungen der Frankfurter mehr, weil Bayern das jetzt inzwischen sehr gut macht. Und können die vielleicht hier tatsächlich noch dieses glückliche Spiel gewinnen? Schabani. Schön. Guter Pass Müller. auf Müller, Auch das war aber wichtig von Kapitän Abraham. Aber Frankfurt. Noch 3 Minuten haben sie circa Zeit. Das ist Da Costa. Nochmal der Seitenwechsel auf Gacinovic. Ganz einfach vorbei, das ist Haller. Im Laufduell kommt da vorbei. Haller, die Flanke. vielleicht noch mal Konter München, Rudi, Ui! und das könnte auch rot geben. Fernandes! Also da hat er keine Chance an den Ball zu kommen, ähnlich wie Rafinha vorhin. Das wird es wahrscheinlich trotzdem gewesen sein insgesamt in dem Spiel. Der Schiri gibt hier nur Hier gibt es nur Gelb. Geld. Kann er glücklich mit sein? Ja, Da Ball ist gut, ist also. 4 Meter weg, also ich verstehe es nicht, warum das die Spieler heute gerade so machen. Aber Bayern kommt nochmal mit Schabani. Und was ist denn jetzt? Jetzt muss es aber eigentlich rot geben. Ja, Gelb, gelb-rot. rot und das, also eben haben wir schon gesagt, Gelson Fernandes völlig dämlich. Eigentlich knapp am Platzverweis vorbei. Jetzt hat er sich den geholt, hat anscheinend die Wette eingelöst, dass er hier vom Platz fliegt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Blöd für Frankfurt. Die nehmen hier Und jetzt ist immerhin vorbei. einen Punkt mit in einem wirklich sonderlich schlechten Fußballspiel. Also. Ja, das muss man wirklich sagen. Also, ja, da war kaum Spannung heute in diesem Spiel. Ich weiß nicht, hatten wir überhaupt richtige Torchancen, außer das Ding hier am Anfang, wie wir es gerade noch mal sehen. Ja, von Aber Mai der Schuss, ne? Von. An den stimmt, Posten. ja, das noch, aber wirklich, ja, also, nee. Das Wenn war das in kaum echt so mit. passiert, dann würde ich sagen, macht irgendwas anderes, aber guckt euch nicht dieses Spiel an. Nee. Also. Das war wirklich Das kaum wäre mit anzusehen. Zeitverschwendung. Ja, keine Mannschaft wirklich offensiv gut. Bayern völlig enttäuschend. Wenn das so gegen Madrid passiert, sind sie auf jeden Fall raus. Ich glaube, Bayern wird das hier klar gewinnen. Die werden rotieren natürlich. Aber Frankfurt ist nicht mehr so gut drauf wie in der Hinrunde. Und das wird hier ein klarer Bayern-Sieg. Ich glaube, die gewinnen hier 3 zu 0. Vielleicht schießt Frankfurt 1, dann 3 zu 1 für Bayern. Ja, schwer zu sagen in echt. Also, ich glaube, die Bayern werden, wie du schon sagst, und wie wir es auch prognostiziert haben, wirklich ein bisschen rotieren. Das Ganze, vielleicht, weiß ich nicht, nehmen die das noch ganz so ernst?
kann man schwer einschätzen. Ich glaube nicht, dass Bayern gewinnen wird. Also ich glaube, die spielen unentschieden oder verlieren das Ganze sogar. Frankfurt wird sich da jetzt nochmal reinhängen. Die wollen ein bisschen wieder raus aus der Krise, die sie die letzten Spiele so ein bisschen hatten und sich gut anstellen. Das wird Kovac sich gegen seinen neuen Arbeitgeber sich nehmen lassen. Das wird ein Unentschieden oder ein Sieg für Frankfurt, sage ich sogar. Okay, wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!